So, jetzt sind wir 27 Kilometer in Richtung Westen an der Küste entlang geradelt. Eine sehr schöne Strecke, geht ein bisschen bergauf, geht ein bisschen bergab, aber sehr ausgewogen das Ganze. Und jetzt sind wir in, Maus, wie heißt das? Garachico. 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 Das sind so kleine, von der Natur geformten Becken, wo man an sich schön spazieren und baden gehen können sollte. Das Wetter wird von der Temperatur her auch einigermaßen hinhauen. Es ist gar nicht so arg windig heute. Die Sonne spitzt auch immer mal wieder rein, aber das ist zugesperrt. Das sind wohl irgendwelche Renovierungsarbeiten, die sie da machen. Jetzt kann man nicht direkt runter. Ist jetzt aber auch nicht das Problem, weil so durchgeschwitzt wie ich bin, ins Wasser gehen würde ich eh nicht. Aber es ist unheimlich toll zum Angucken. Wir machen uns jetzt auf, schauen noch ein bisschen so in die Altstadt rein und gucken, was uns das erwartet. Jetzt mein Lieblingsteil, Essen. Moin Moin, ja Leute, ich war gestern einfach faul und habe nicht mehr weiter gefilmt, habe mir einfach den restlichen Tag und die restliche Fahrt mit der Michaela die Zeit für uns gegeben, ohne dass ich mit der Kamera rumlaufe, einfach mal ein bisschen ausspannen, ein bisschen mehr Ruhe, macht mir den Schnitt heute auch ein bisschen leichter. Wir sind mit dem Fahrrad dann halt einfach noch ein bisschen weiter gefahren, haben geschaut, dass wir die 100 Kilometer auf dem Odometer voll machen. Und ja, gerade war schon ein Bildchen da vom gemütlichen Essen. Mittags war so eine ganz kleine italienische Kneipe, super romantisch, super toll. Da sind wir draußen gesessen, nach dem Kaffee ist es zurückgegangen, haben wir die Fahrräder zurückgebracht und dann ist nicht mehr wirklich viel passiert. Hier im Trovador ist oben ja diese Skybar, die ich nach wie vor dafür, dass das so ein Billighotel hier eigentlich ist. Also im Vergleich zu anderen definitiv Billighotel. Finde ich es jedes Mal wieder erstaunlich toll, wie oben diese Dachterrasse, wie sich die macht, vor allem wenn die Sonne so schön untergeht wie gestern. Und das war einfach nur noch toll. Wir haben uns dann oben in eins von diesen Himmelbetten gelegt und halt den Sonnenuntergang ein bisschen genossen. Ja, und dann noch ein bisschen Streams nachgeguckt, was ich so verpasst habe und ja, schon sind wir am nächsten Tag. Schauen wir mal, was wir heute machen. Wahrscheinlich wollen wir uns ein Motorrad leihen. Mal gucken. Bis morgen. Tschüss.